Was kannst du tun, um dauerhaft im Schreibflow zu bleiben? Also das, was wir uns ja eigentlich alle wünschen, dass wir motiviert an unseren Manuskripten weiterschreiben, es sich nicht mühsam anfühlt, nicht quälend wird. Und weil jetzt gerade so deutlich spürbar ist, dass die Feuerkraft, also das Yang, die Yang-Energie des Sommers sich zurückzieht und das Yin des Herbstes und des Winters nach vorne drängt, möchte ich heute eine Schulung mit dir teilen, die es bisher hinter einer Bezahlschranke quasi in meinem Autorentempel gab, die sich genau diesem Thema widmet, nämlich den Yin und Yang beim Schreiben, also der schöpferischen weiblichen Energie und der schöpferischen männlichen Energie. Und wie diese beiden Energien miteinander spielen und einander ergänzen im Schreibprozess. Es ist nämlich eine Illusion zu glauben, es müsste immer fließen, beziehungsweise wir wären immer in dieser proaktiven Energie oder dass es einen Weg gibt, dass wir immer in dieser proaktiven Yang-Energie sind und immer etwas aufs Papier bringen. Nein, es gibt auch Phasen, die sind zum Nichtstun da, also zum scheinbaren Nichtstun. Das sind mit die wertvollsten Phasen, nämlich in diesen Phasen geht es um Hingabe und um Empfangen. Und dafür ist der Beginn der Herbst wunderbar geeignet. Auch jetzt mit dem stürmischen Wind, mit den Wolken, mit den kühleren Temperaturen. Das kann deinen Büchern dienen. Ja, ich bin Bettina Körala-Belitz, ganzheitliche Lektorin und Mentorin für Herz- und Seelenschreiber, die sich wünschen, dass ihre Bücher gelesen, geliebt, weiterempfohlen werden und natürlich sich auch verkaufen. Ich bin selbst Bestseller-Autorin, habe über 40 Bücher geschrieben, die meisten davon sind in namhaften Verlagen erschienen und vor 4 Jahren habe ich gespürt, dass es jetzt Zeit ist, mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben an Nachwuchsautoren von Romanen und Ratgebern mit Seelenebene. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Wenn sie dir gefällt, hinterlass gerne ein Like, abonniere den Kanal. Das hilft mir und das hilft auch YouTube und allen anderen Herz- und Seelenschreibern, die dann möglicherweise auch meinen Kanal und diese Episode vorgeschlagen bekommen. Ich danke dir dafür und wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Stell dir vor, ein Wesen aus einer anderen Galaxie, in der es keine Körper gibt und kein männlich und weiblich wie bei uns, kommt auf diese Erde und möchte von dir wissen, was für dich toll daran ist, eine Frau zu sein. Also es geht um das bewusste Wahrnehmen von Weiblichkeit. Wie fühlt sich's an, eine Frau zu sein? Und das kann man natürlich nicht verallgemeinern, sondern das ist für jede Frau ein bisschen anders. Und die Antworten, die ich bekommen habe, gingen eher in die Richtung, ja, Männer und Frauen, das spielt eigentlich keine Rolle. Jeder sollte weibliche und männliche Aspekte haben können und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten. Also ich glaube, die Frage wurde vielleicht auch ein bisschen als veraltet oder wertend empfunden und so ist sie überhaupt nicht gemeint, sondern es geht wirklich um männliche und weibliche Grundqualitäten und dass dieses Alien da auch eine Antwort kriegt, dass es sich vorstellen kann, was bedeutet es, weiblich zu sein oder besser gesagt, was kann es bedeuten, weil es ja für jeden auch anders ist. Also ich glaube, Weiblichkeit hat so unendlich viele Facetten, dass es sich in jedem Körper, jedem weiblichen Menschen dann auch anders anfühlt. Und es geht weniger um, ja, für mich um den Aspekt, ja, Gleichberechtigung, das ist für mich eigentlich selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein, dass wir die gleichen Rechte haben. Größtenteils ist das ja auch so. Es gibt noch Anpassungsbedarf auf jeden Fall, vor allem in den Gehältern. Also da ist noch Entwicklungsspielraum, um es mal neutral zu formulieren. Aber wenn man mal vergleicht mit vor 50 Jahren, hat sich da ja wirklich viel getan. Aber das ist ja gar nicht das, was ich meine. Und es ist auch nicht das, womit ein Alien jetzt besonders viel anfangen könnte, wenn er wissen möchte oder wenn es wissen möchte. Kommt ja aus einer Welt, wo es er und sie nicht gibt. Wenn er es wissen möchte,
Wie fühlt sich Weiblichkeit an? Was ist schön an Weiblichkeit? Oder was ist für dich schön an Weiblichkeit? Ja, was fühlt sich für dich dabei besonders toll, besonders aufregend, besonders spannend an? Und ja, es kann sein, dass die Frage auch deshalb ein bisschen für Verwirrung oder für Reibung sorgt oder vielleicht dann auch in eine andere Richtung führt, ist, dass wir in einer Welt der Bewertungen leben und dass ja auch über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende weiblich-männlich auch bewertet wurde. Dass also in gewissen Zeiten die männlichen Eigenschaften höher bewertet wurden als die weiblichen. Nur als Beispiel, die Frau stand in der Haltung der Kirche oder in der Meinung der Kirche ja lange Zeit mit dem Teufel im Bunde und war eigentlich von Grund auf schlecht und konnte nur durch viel Frömmigkeit und Beten dieses von Grund auf Schlechte in sich selbst ausgleichen. Also sehr ganz fürchterliche Bilder, die da kursiert sind über Weiblichkeit. Oder auch eben diese Richtung, wir wollen auch alles können, was die Männer können, Klammer auf, weil es erstrebenswert ist, Klammer zu, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Ja, also auch das schwingt da vielleicht ein bisschen mit und auch die Angst vor Stereotypen, was ich nachvollziehen kann. Ne? Dass man zum Beispiel, wenn man einem Mädchen dann immer nur rosa Kleider und Puppen in die Hand drückt, dass es dann nicht alle Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Das ist, wie gesagt, gar nicht das, worauf ich eigentlich mit der Frage abgezielt habe. Aber ich verstehe auch, warum diese Antworten kommen, weil das einfach noch sehr in unserer Welt schwingt und sehr oft thematisiert wird. Ja, also bis hin zur Gefahr der Gleichmacherei zwischen Mann und Frau. Und das ist das, worauf ich heute ein bisschen eingehen möchte, nämlich auf die Grundqualitäten der Schöpfung Yin und Yang. Das ist eigentlich eher das, worum es mir auch bei dieser Frage geht. Es gibt eben weibliche Grundqualitäten und es gibt männliche Grundqualitäten, auch in der Schöpfung. Und die sind frei von Wertung, die sind einfach. Und die braucht es auch. Also die Schöpfungsebenen, Shiva, Shakti, da kommt Yin und Yang zusammen und ohne das kann nichts Neues entstehen. Jetzt auf unsere moderne Welt runtergebrochen, du kennst das von Batterien, Plus und Minus. Du brauchst beides. Wenn beides nicht da ist, dann kann man die schöne Lichterkette nicht zum Leuchten bringen. Funktioniert nicht. Das Plus muss zum Minus. Ja, und das Plus ist nicht schlechter als das Minus oder besser als das Minus, sondern es braucht einfach beides. Der Same braucht die Erde. Also der feste Samenkorn braucht die Erde, die so weich ist, dass der Same eindringen kann und in der Erde sich entwickeln kann. Aber ohne den Samen würde sich da auch nichts entwickeln. Und in der Natur gibt es dieses Besser und Schlechter nicht. Der Samenkorn würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich will aber Erde sein. Oder ich will alles das können, was die Erde auch kann. Sondern es findet zusammen und daraus entsteht Neues. Unsere ganze Schöpfung basiert auf diesem Prinzip von Yin und Yang. Und auch wir sind in uns selbst Yin und Yang. Also auch wenn man den Körper sich anguckt, findet man immer Yin und Yang. Und je genauer man schaut, desto weiter führt sich das fort. Ja, um ein Beispiel zu nennen, die Körpervorderseite ist Yin. Ja, also mit Bauch und Brust. Und die Rückseite ist Yang. Wenn wir uns die Hände angucken, dann sind die Fingernägel Yang und die Fingerkuppe ist Yin. Also so geht das bis in das Kleinste rein, wo natürlich beides auch zur Körpervorderseite und Rückseite gehört. Dieses Prinzip findet man halt im menschlichen Körper, in der Schöpfung, in der Natur. Ja, man spricht bei den Schöpfungsebenen von Shiva-Shakti-Ebene auch. Also Shiva männlich, Shakti weiblich. Und die finden zusammen und daraus entsteht die Welt oder entstehen die Welten. Und in der Schöpfung gibt es dieses Besser und Schlechter nicht, sondern das hat einfach Sinnhaftigkeit und beides braucht es. Und so hat beides seine Berechtigung, ohne dass dieses Besser und Schlechter Spiel stattfindet. Und es ist so, dass weibliche Körper nun mal anders sind als männliche Körper. Also Mann und Frau nackt nebeneinander gestellt, es fällt auf. Es ist anders. Und auch bei der Sexualität spielt das natürlich eine Rolle.
Wie gesagt, ich bewege mich hier nicht in der Wertung. Es geht nicht um besser oder um schlechter, sondern es geht um Unterschiedlichkeiten und wie diese sich ergänzen und dadurch durch diese Ergänzung auch Neues erschaffen können. Ich meine damit nicht die Babys in erster Linie, obwohl das natürlich auch eine Folge ist, sondern auch neue Energieformen. Wie gesagt, dieses Bild mit der Batterie, das finde ich da ganz hilfreich, oder der Same, der in die weiche Erde fällt und daraus entsteht eine Pflanze, die wiederum neue Samen in die Welt bringt. Und es ist nun mal so, dass der männliche Körper einen Lingam hat. Lingam ist das tantrische Wort für Penis. Ich habe es nicht so mit dem Wort Penis. Ich kann es aussprechen, ohne zu erröten, aber ich finde es nicht besonders schön. Ich finde es klanglich auch nicht so ansprechend. Ich benutze dann lieber die tantrischen Worte. Also Lingam ist jetzt zum Beispiel ein tantrisches Wort, das auch sehr viel mehr wertschätzend ist. Auch nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern im Sinne von Respekt. Da schwingt einfach auch mehr Respekt drin und mehr Achtung, und es ist nicht so medizinisch. Also Lingam, wenn ich das jetzt weiter verwende, mit Lingam ist Penis gemeint und Yoni ist Vagina. Ja, das ist eben das, was dann die Frau hat. Also man könnte auch sagen, Frau minus Mann plus. Und minus bedeutet nicht schlecht, plus bedeutet nicht gut oder stark oder so. Also bitte nicht damit verwechseln, das ist nicht gemeint, sondern eher so, wenn man so an die Batterien denkt. Es macht einen Unterschied, ob man eindringt oder aufnimmt. Ja, also eindringen, Yang, hat auch was mit Aggression zu tun. Es braucht dafür ein gewisses Aggressionspotenzial, und auch Aggression ist an sich wertfrei. Nur wenn sie nicht gesund gelebt wird, dann richtet sie großen Schaden an. Aber eine gesunde, ausgeglichene Aggressivität wohnt in jedem Mann und auch durch die männlichen Anteile, die alle Frauen haben, auch in der Frau. Also jede Frau hat auch in sich ihren Krieger. Ja, genauso wie jeder Mann in sich seine Göttin, seine Anima hat. Und es ist ein Unterschied, ob ein Mensch eine Yoni hat, jetzt bezüglich der Sexualität, und aufnimmt, oder einen Lingam hat und eindringt. Das sind unterschiedliche Energieformen. Und es ist ein Unterschied, ob man eine weiche Brust hat, eine schwellende, weiche, nährende Brust, also auch nährend weibliches Prinzip, oder so eine stählerne Brust hat, wie manche Männer das haben, die sich auch anders anfühlt. Fühlt sich komplett anders an. Eine männliche Brust fühlt sich anders an als eine weibliche Brust. Sie ist nicht besser als eine weibliche Brust und nicht schlechter, sie ist anders. Und wie groß dieser Unterschied ist von männlicher Energie und weiblicher Energie auch in der Aura, das durfte ich mal erleben in einem Wahrnehmungsseminar, wo wir Partnerübungen gemacht haben und ich in einer Wahrnehmungseinheit diesen Energieleib eines Mannes wahrnehmen durfte. Und ich war sehr berührt, weil es war wunderschön. Also das ist jetzt mal wertend, ja. Also für mich war es einfach eine wunderschöne Erfahrung im Sinne von Erlebnis, das so erkennen zu können. Auch, ja, diese andere Art von Energie erkennen zu können und gleichzeitig aber auch das Weibliche darin wahrnehmen zu können. Denn wenn du an das Yin-Yang-Zeichen denkst, dann ist ja da immer dieser kleine Punkt. Das ist diese eine schwarze geschwungene Hälfte und die eine weiße, und in der schwarze ist der weiße Punkt und in der weißen ist der schwarze Punkt. Das steht sinnbildlich dafür, was ich eben schon erwähnt habe, in jeder Frau ist ein männlicher Anteil und in jedem Mann ist auch ein weiblicher Anteil. Und in der Spiritualität sagt man, dass man erst dann wirklich in sich heil ist und auch heilsam lieben kann, auch in der Sexualität, wenn man diesen anderen Part in sich wahrgenommen und integriert hat. Also wenn die Frauen den Krieger in sich wahrgenommen und integriert haben, voll integriert haben, und die Männer auch die Göttin in sich wahrgenommen und integriert haben. Da gibt es auch schöne Übungen dazu, dem einen Tantra-Buch, was ich hier in meinem Regal habe, wo man eben Kontakt aufnimmt mit diesem Teil. Ja, und natürlich gibt es da auch Unterschiede. Also ich habe schon Männer kennengelernt, die haben mehr Yin-Qualitäten gelebt als Frauen, die mir begegnet sind, die so als Yang-Kriegerinnen
durch ihr Leben stapfen. Habe ich auch viele, viele Jahre gemacht. Ich bin ein Young-Typ unter den Frauen. Ich war immer recht kriegerisch, recht kämpferisch unterwegs und erst so seit, ich würde mal sagen, 7, 8 Jahren beginne ich das Yin stärker zu leben und zu integrieren, weil es mir hilft. Weil es mir wirklich hilft, auch körperlich, diese Yin-Qualitäten, die mir ja von Natur aus mitgegeben wurden, stärker zu leben, stärker zu integrieren und auch auszudrücken. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Das verändert vieles und es hat mir auch eine höhere Lebensqualität ermöglicht. Aber wie gesagt, es geht nicht um besser oder schlechter, sondern einfach auch um dieses Erkennen. Es gibt weibliche Grundqualitäten und es gibt männliche Grundqualitäten. Und dieses Yin und Yang begegnet uns überall. Im Alltag, in unserem Leben. Und seitdem ich ein Gespür dafür entwickelt habe, welche Qualitäten wann gefragt sind, habe ich auch sehr viel weniger Konflikte oder kann Konflikte leichter lösen. Also weil ich ja auch beides in mir trage, Yang-Qualitäten und Yin-Qualitäten. Yin ist zum Beispiel aufnehmend, ist Hingabe, ist dunkel, ist ein bisschen undurchsichtig. Also diese weibliche Emotionalität, da ist eben auch viel Yin drin. Es ist auch passiv, ohne dass dieses Passiv schlecht ist. Passiv wird von uns ja oft negativ verstanden. Es ist negativ, wenn man passiv ist. Es gibt Situationen, da kann es überlebenswichtig sein, dass man passiv ist, dass man eben nicht in die Aktion geht. Ja, also Hingabe hat auch viel zu tun damit, dass man auch mal passiv sein kann und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand will. Ein Beispiel dafür, was ich selbst auch erlebt habe, Gebären. Ein Kind zur Welt bringen ist zum großen Teil passiv. Also vom Empfangen, also auch Empfangen ist Yin. Das ist passiv, Empfangen, sich öffnen für etwas. Natürlich muss man sich innerlich auch dafür öffnen, um schwanger werden zu können. Man muss sich auch körperlich dafür öffnen. Und dann ist dieses Empfangen, aber auch das Gebären selbst ist größtenteils passiv. Und das ist so ein Missverständnis, was für so viel Schmerz und Qualen sorgt, dass diese Meinung vorherrscht, man müsse bei der Geburt kämpfen. Es wäre ein Kampf oder eine Schlacht. Ich habe zum Glück so einen Erleuchtungsmoment gehabt während der Geburt von meinem Sohn. Ich hatte keinen Geburtsvorbereitungskurs. Ich hatte so die Wahrnehmung gehabt, so nee, tut mir nicht gut. Ich habe auch kaum mich informiert. Ich hatte ein einziges Buch, in das ich ab und zu mal reingelinst habe. Ansonsten habe ich mich auf die Geburt nicht vorbereitet. Ich habe darauf vertraut, dass das in mir angelegt ist und dass das funktioniert. Ja, also für mich eher ungewöhnlich, aber auch während der Schwangerschaft war ich viel stärker im Yin. Man wird ja da auch insgesamt weicher, kriegt mehr weibliche Formen und ist sehr stark auch in diesem nährenden Prinzip, da man ja das Baby unentwegt auch nährt und sich dem auch hingibt, diesem Prozess. Und meine Erfahrung ist auch, wenn man sich dem hingibt, dann hat man viel weniger Beschwerden. Und das ist bei der Geburt im Grunde genauso. Der Körper macht das. Und wenn man sich von den Wehen tragen lässt und darauf vertraut, dann wird es leicht. Also die Presswehen, wo es immer so heißt, das wären die schlimmsten Schmerzen. Ich hatte dabei überhaupt keine Schmerzen, weil ich kurz vorher zum Glück diese Wahrnehmung hatte, ich muss dem nur folgen, ich muss mich dem nur hingeben. Und ich habe sogar zwischen den Presswehen geschlafen. So Sekundenschlaf. Ich war platt. Ich lag zwar nicht lange in den Wehen, das waren, glaube ich, 3 Stunden gewesen, aber halt schon vorher einige Zeit wach gewesen. Ich war sehr aufgekratzt und sehr munter. Und dann wurde es doch ein bisschen anstrengend. Einfach auch emotional. Ne? Es ist emotional natürlich auch eine Einweihung, die Geburt. Und dann habe ich zwischen den Presswehen geschlafen und habe mich von den Wehen tragen lassen. Werde ich auch nie vergessen, dieses Gefühl, und habe so gemerkt, es braucht gar keine Anstrengung, sondern man muss diesem Körper dann einfach vertrauen und sich hingeben, diesem Geburtsprozess. Und das ist eben auch das, was wir beim Schreiben immer wieder machen, was beim Schreiben immer wieder passiert, dass wir uns der Geschichte ab einem gewissen Punkt auch hingeben. Und wenn man zu viel plant, im Detail, kann man sich das selbst verbauen. Deshalb bin ich immer so kritisch mit dem alles durchplanen. Es ist sicherlich sinnvoll, gerade wenn man wenig Zeit zur Verfügung hat, dass man sich so ein Raster macht, ne, wie der Plot abläuft, was in welchem Kapitel grob passiert.
Aber wenn man zu viel plant, kann man eine Geschichte auch kaputt planen, weil dann die Hingabe fehlt. Auch das Empfangen einer Idee ist Yin. Man öffnet sich für eine Idee. Sagt ja auch, das rieselt in den Kopf. Das war auf einmal da. Das ist auch Empfangen. Und das Spannende ist aber, dass wenn man dann aktiv beginnt zu schreiben, man auch in einer Yang-Qualität ist. Also dieses Schöpferische, das Konkretmachen, diese Idee konkretisieren und in Worte packen, da sind wir dann wieder im Yang, also ganz stark in der Aktion. Und ich glaube, die Adriana Popescu, eine ganz geschätzte Kollegin von mir, wir kennen uns von früher, die sagt, glaube ich, immer Karate an der Tastatur. Ich glaube, sie hat auch wie ich Karate gemacht. Wir haben einige Gemeinsamkeiten. Und ja, da stimme ich ihr absolut zu. Das ist manchmal Kampfsport. Also dann wirklich, man sagt ja auch, in die Tasten hauen. Da sind wir dann manchmal tatsächlich auch kriegerisch unterwegs. Da kommen auch so Qualitäten rein wie Disziplin, Durchhalten, sich durchkämpfen auch mal durch die eigene Geschichte und dann zwischendrin immer wieder das Yin, das Empfangen, das sich hingeben, das Mitfließen mit der Geschichte. Das ist das, was den Schreibprozess auch so spannend macht, weil wir da diese weiblichen Grundqualitäten und die männlichen Grundqualitäten miteinander verbinden. Also wenn das gelingt, dann haben wir eben auch symbolisch schwebt dann über der Tastatur das Yin-Yang-Symbol. Ja, man kann sich vielleicht das auch mal ausdrucken und irgendwie schön einrahmen und neben den Computer stellen und sich immer wieder dran erinnern, es ist nicht immer nur Kampf und es gerade die Phasen, in denen es stockt beim Schreiben, in denen wir nicht weiterkommen, sind oft die Phasen, die sinnvoll sind fürs Empfangen und die dann nicht zum Problem werden, wenn wir uns ihnen hingeben, Hingabe, wieder eine Yin-Qualität, dass man sich auch einer kurzfristigen Schreibblockade mal hingibt und sagt, okay, jetzt scheint es nicht die richtige Zeit zu sein für diesen Yang-Aktionismus, für Karate an der Tastatur, sondern jetzt gilt es eher, sich träumerisch hinzugeben. Und darauf zu vertrauen, hat auch damit zu tun, dass es weitergeht und dass die Zeit auch wieder kommt, in der man mehr im Yang-Modus unterwegs ist. Und das muss eben in Balance sein und das muss im Ausgleich sein. Ja, was würde ich dem Alien, dem Besucher aus der anderen Galaxie antworten? Also ich glaube, ich würde auch über diese Yin-Qualitäten sprechen und was für mich am speziellsten am Frausein ist, schon seit einigen Jahren, dazu habe ich auch gerade einen Gratis-Crashkurs gemacht in meiner Autorengruppe auf Facebook. Wenn du noch nicht dabei bist, komm gerne dazu. Da kannst du auch ein PDF runterladen zu diesem Thema, nämlich Zyklustagebuch führen. Da habe ich einen kleinen Audiokurs plus eben PDF. Kleine Vorlage für Zyklustagebuch, wenn du die verwenden willst, kannst du die dort ausdrucken. Ich finde eben gerade dieses zyklische Geschehen, was ja nun mal die Frauen in einer sehr viel stärkeren Ausprägung haben als die Männer. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Männer überhaupt keinen Bezug zum Zyklus haben, aber sicherlich nicht in dieser ausgeprägten Form wie Frauen mit dem monatlichen Zyklus, der dann schließlich auch in der Blutung mündet, was ja wirklich ein krasser körperlicher Prozess ist. Ich finde das immer wieder bewundernswert, wie der Körper das macht. Und ich finde gerade dieses Zyklische unheimlich spannend. Also das zu haben als Frau, empfinde ich als ein Geschenk. Ich bin dadurch auch stärker angebunden an die Zyklen der Natur. Und die Zyklen finden sich nicht nur in der Natur, ich finde sie auch im Arbeitsleben immer wieder. Es gibt Phasen, da kommen viel Aufträge rein, dann gibt es wieder Phasen, da wird es stiller. Und ich weiß inzwischen, es gibt dann keinen Grund zu verzweifeln, es kommt auch die andere Phase wieder. Also dieses Vertrauen habe ich einfach inzwischen. Und auch innerhalb dieses Zyklus unterschiedliche Phasen zu erleben, unterschiedliche emotionale und körperliche Phasen, dadurch auch an dieses zyklische Geschehen in der Natur, das zyklische Geschehen der Mondphasen stärker angebunden zu sein, ist für mich absolut ein Benefit davon, Frau zu sein. Bedeutet nicht, ich bin besser oder wer einen Zyklus hat, ist besser. Aber für mich macht es das aus, auch Frau zu sein, frei von Wertung. Es ist für mich einfach jedes Mal wieder ein Happening mit unterschiedlichen Facetten.
sind nicht immer alle toll, aber ist auf jeden Fall ein spannender Prozess. Ja, und eben auch das, was ich anfangs gesagt habe, dieses sich öffnen, sei es in der Sexualität, sei es in anderen Lebensbereichen, das Öffnen, das Empfangen, dass ein Kind in einem heranwachsen kann, boah, was für ein Wunder. Ja, aber auch, wir gebären ja ständig. Also für mich ist Muttersein auch nicht daran gebunden, dass man ein Kind hat oder dass man, nein, diese Mutterqualität ist eine Grundqualität, die wir in uns tragen, die auch Männer in einem gewissen Anteil in sich tragen. Und dieses Wunder empfangen zu können und dass dann in einem menschlichen Leib ein neuer menschlicher Leib heranwächst. Hammer, was Mutter Natur sich da ausgedacht hat. Finde ich gigantisch. Ich finde aber auch die männliche Sexualität absolut faszinierend, wenn man sich mal damit beschäftigt, was da auf Spermienebene so abgeht. Die führen ja wirklich Krieg miteinander, die Spermien. Ja, um neues Leben zu erschaffen. Was die sich da für einen Kampf und für ein Wettrennen liefern und was im Körper sich alles abspielen muss, damit es dann auch zu einer Erektion kommt, das ist für mich auch ein Wunder. Ja, also ich finde das auch total faszinierend, diese männliche Sexualität, diese männlichen Grundqualitäten, das männliche Feuer. Und jetzt mag sich der ein oder andere denken, ja, es geht hier immer um männlich-weiblich. Was ist denn mit homosexuellen Paaren? Ja, was ist mit denen? Ja, also wenn man genauer hinschaut, dann ist es eigentlich immer so, dass wenn zwei Menschen sich besonders gut verstehen, besonders gut miteinander klarkommen, sei es in Freundschaften, sei es auf Paarebene, sei es innerhalb der Familie, dass sich da immer Yin und Yang gut ergänzt. Ja, also dann wird es immer harmonisch. Es ist im Grunde wie in der Natur, ich sage jetzt nochmal die Batterien, wenn sich das gut ergänzt, dann entsteht etwas Neues, dann entsteht eine besondere Energie und eine besondere Harmonie. Und das ist oft auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe zum Beispiel mal einen Mann gekannt, der war nicht der typische Yang-Krieger, ne? Also der hatte nicht so einen hohen Yang-Anteil, aber er hatte in einigen Bereichen das richtig krass, diese Yang-Qualitäten, aber der war auch eine Yin-Brumme. Und wir haben uns sehr gut miteinander verstanden, weil sich das bei uns ideal ergänzt hat. Und als ich dann aber anfing, mehr ins Yin zu gehen, es ist gekippt. Dann hat es nicht mehr so gut zusammengepasst. Also wir sind nach wie vor liebevoll miteinander verbunden, aber es fing dann an zu rappeln. Ja, wenn man was miteinander unternommen hat oder so, da war das nicht mehr so reibungslos wie vorher, weil ich in bestimmten Situationen mich einfach führen lassen wollte. Ich muss als selbstständige, alleinerziehende Mutter, ich muss so oft in meine Yang-Qualitäten gehen, dass ich es genieße, früher war das nicht so, aber inzwischen genieße ich es dann, mich im Privaten auch mal führen zu lassen und mal nicht zu entscheiden und mal nicht zu bestimmen und mal nicht zu sagen, hier geht's lang. Das konnte der aber in dem Bereich nicht gut und wollte er auch nicht. Ja, also da wollte er sich gerne führen lassen, eher untypisch für einen Mann. Und das hat dann nicht mehr besonders gut funktioniert. Und so ist es dann eben auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren oft so, dass einer in diesem Bereich mehr Yang ist und der andere in diesem Bereich mehr Yin und in einem anderen Bereich ist es umgekehrt und so ergänzt sich das dann im Großen und Ganzen gut. Ja, und wenn so ein Mann richtig voll in seiner männlichen Power ist, dann hat er auch oft eine Frau an seiner Seite, die in ihrem Yin aufblüht und die sind dann ebenbürtig. Eine super weibliche Frau ist nicht schwach. Wenn die ihr Yin voll ausdrückt und lebt und damit im Einklang ist, ja, ist sie Superwoman. Also was soll da noch im Wege stehen? Es ist immer die Frage, wie integriere ich es in mir? Ja, und natürlich kann ich auch morgen anfangen, irgendwie eine Ausbildung als Baggerführerin zu machen oder kann in einen typisch männlichen Beruf. Die Frage ist einfach, macht es für mich persönlich Sinn? Was für mich zum Beispiel keinen Sinn macht, was ich gemerkt habe, ist, einen Ernährer an meiner Seite zu haben, dass ich einem Mann das Geld verdienen überlasse. Passt nicht zu mir. Ich glaube, das wird auch niemals zu mir passen, sondern da bin ich mehr so die Young-Abteilung. Ich möchte selbst für mein Einkommen aktiv sorgen. Aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn Frau zum Beispiel sagt, ich möchte wirklich diese klassischen weiblichen Rollen übernehmen und ich bin damit glücklich und bring damit Freude in die Welt und
bin in meinem Element, weil da bekommt mir das gut und ich will lieber in anderen Bereichen dann führen. Ja, super. Es geht ja darum, was macht mich persönlich glücklich? Ja, und was passt an Yin-Qualitäten zu meinem Leben? Was will ich ausdrücken? Und natürlich auch das Körperliche. Ja, dass da eine konstruktive Auseinandersetzung ist mit den körperlichen Yin-Aspekten, also mit der unterschiedlichen Anatomie. Das spielt ja doch auch eine Rolle. Und ich finde es auch total spannend, wie unterschiedlich das von der Natur ist und wie es sich dann im Idealfall harmonisch verbindet. Ja, und in der tantrischen Sexualität ist das auch wirklich so, dass dann dieses Ideal ist, dass die Chakren sich dann im Sexualakt miteinander verbinden. Und da ist es eben so, dass die Chakren bei der Frau sich in eine andere Richtung drehen als beim Mann, also versetzt. Ja, es gibt ja Yin-Chakren und es gibt Yang-Chakren. Und im Sexualakt dann gehen die ineinander über. Also ich kann das jetzt im Podcast schwer erklären, aber wie gesagt, das eine dreht sich in die eine Richtung und beim Mann in die andere. Und dann gibt das so einen ganz besonderen Energiefluss. Also da entsteht dann eine neue Energie. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Und das ist natürlich auch übertragbar auf gleichgeschlechtliche Konstellationen. Je nachdem, wer da halt wo mehr im Yang ist und mehr im Yin. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch. Es gibt auch schöne Bücher zu dem Thema, gerade auch zum Thema Yin, zum Thema Weiblichkeit. Und ja, vielleicht konnte ich dir jetzt auch ein paar Impulse geben, dein eigenes Yin und Yang im Alltag, in der Körperlichkeit, in der Sexualität, im Miteinander zu entdecken und auch beim Schreiben mal darauf zu achten, wann bin ich mehr im Yin und wann bin ich im Yang. Wie gesagt, für mich ist das sehr bereichernd, diese Grundqualitäten zu erkennen und vor allem dadurch auch aus dieser Wertung rauszukommen und auch aus dieser Gleichmacherei, die ja oft herrscht. Also dass Frauen so sein sollen, können, wollen, wie auch immer, wie Männer und Männer wie Frauen. Und ich glaube, dass dadurch auch was verloren geht. Und für mich ist es einfach ein Geschenk, meine Weiblichkeit über dieses Modell Yin-Yang, weibliche, männliche Schöpfungskräfte, erkennen zu können und bewusster leben zu können, frei von Wertung.